Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute oder gucken heute in die Demo rein von Whittingham Asylum. Ja, und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern direkt mit der Demo loslegen. What is here? Hey, was? Who's there? Hey. Yeah, wer ist da? Hey, can you hear me? Susie, I'm John. Listen, Susie, can you get me out of here? Can you open the door? I'm locked in here. Please help me. I'm scared. Who locked you in there? Is it Mrs. Bexley? How long have you been here? Yes, it is Mrs. Bexley. Susie, can you hear me? They're playing with us. Who are they? Bexley and the principal. What do they want from us? They will kill us. Kill us all. Was? I see it. It's about to start. What's gonna start? Susie. Eeny, meeny, miny, mo. Catch a tiger by the toe if he hollers. Let him go. Eeny, meeny, miny, mo. My mother told me to pick the very best one, and you are it, ready or not. Here I come. Was? Sind wir jetzt hier in so einem Escape Room? Hello? Aha. Oh Gott. What is? Wo sind wir denn in einem Gefängnis? Was? Was ist mit dir passiert? Wo ist Susie? Einen Ausweg finden. Zielsetzung. Einen Ausweg finden, okay. Gut. Dann versuchen wir ihn auch. Oh Gott, ich hab Stamina. Wer bist du denn? Also ich habe jetzt eine Leiter aufgenommen, ich weiß zwar nicht warum. Und ein großer, dicker Fettsack verfolgt mich. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Ich kann hier nicht raus. Warum nicht? Lass mich doch gehen. Er lässt mich nicht gehen. Okay, habe ich jetzt den Ausgang gefunden, ohne dass ich den Ausgang... Also ohne dass ich einen Schlüssel habe oder so? Okay, gut. Gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Das sieht nicht gut aus. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, wir haben Leben wieder, ne? Also wir sind wieder auf 100%. Aua! Lass mich doch durch! Hier komme ich nicht durch. Jetzt kriege ich nochmal einen auf die Fresse. Ich... Okay, also wir müssen die Leiter holen, wir müssen dann wieder zurück und müssen durch das Loch verschwinden anscheinend. Also so zumindest. Okay, wait.
Also wir sind jetzt nach oben, also okay, aber was natürlich cool ist, ist, dass der Progress da behalten wird, ne? Also die Leiter stand jetzt natürlich schon mal gleich da. Jetzt ist die große Frage, wo bin ich jetzt hier? Und gibt es Waffen? Kann ich, würde, also ich würde eine Waffe feiern. Zum Verteidigen. Damit ich den Guten hier kaputt kriege. Finden Sie einen Weg, den Strom abzuschalten? Ja, warum lässt er mir denn nicht die Tür aufmachen? Es wäre doch... Mach doch auf! Okay, macht's nicht auf. Gut. Müssen wir vielleicht noch irgendwelche Sachen finden? Achso, Türen kann ich jetzt mittlerweile auch öffnen. Cool. So, was haben wir hier? James hat völlig den Verstand verloren. Er will unseren Jungen einer Lobotomie unterziehen. Ach du Heilige. Alles nur, weil unser Harry mit einem anderen Patienten im Keller Verstecken gespielt hat. Ja, er hat ihnen ernsthafte blaue Flecken verpasst, aber sie sind von selbst darauf gekommen. Sie hätten sich besser verstecken müssen. Ich fürchte, wenn James seine Meinung nicht ändert, muss er auch mitspielen. Na tolle Wurst. Ich spiele mir jetzt hier Hide and Seek. Du hast Hide and Seek nicht überlebt, mein Freund. Na gut, was haben wir hier? Was war das? Ja? Gibt's ein Inventar? Irgendwas? Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genommen habe. Aber okay. Wir nehmen es mal mit. Ich kann damit leider noch nicht dieses wunderschöne Dingchen öffnen. Okay, was haben wir hier? Aha, aha. Okay. Ich habe jetzt zwei Schalter gedrückt. Und den einen habe ich gesehen, was er macht. Bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Aber gut. Leider ist hier nichts weiter aufgegangen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber gut, wir haben hier noch eine weitere Tür. Was haben wir hier? Mein Sohn Harry sieht seinem Vater so ähnlich. Nicht vom Aussehen her, aber vom Charakter her. Er ist genauso hart wie sein Vater. Heute hat Harry mehrere Patienten spielerisch verstümmelt, wofür James ihn ausgepeitscht hat. Das ist mit euch nicht in Ordnung. Jamie behauptet, dass unser kleiner Junge krank ist. Ja, er behandelt ihn mit Elektrokonvolutionstherapie. Ich kann es nicht ertragen, ihn leiden zu sehen. Was ist... Warum macht man... Also, nee. Einfach. Nee. Das Schlimme ist, ich komme ja hier auch nicht wieder zurück. Weil ich komme hier einfach nicht zurück. Weil warum auch? Das heißt, ich bin jetzt hier gefangen? Also ich habe hier den Schalter gedrückt. Ich kann hier nichts machen. Okay. Das heißt, es muss auch irgendwo was aufgegangen sein. Irgendwo, irgendwas, irgendwie. Ich komme hier nicht. Okay. War das jetzt nicht der richtige Weg? Haben wir die Info? Hier ist nichts weiter. Hier kann ich auch nichts machen. Hier haben wir irgendwas aufgenommen, was ich, wie gesagt, nicht weiß, was es ist. Ich drücke jetzt einfach mal wahllos irgendwelche Tasten. Weil, kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier nicht wissen, was unsere To-Do ist. Okay, ich habe nichts im Inventar. Es gibt kein Inventar. Ich gucke jetzt noch mal kurz in die Dings rein, das geht ja gar nicht. Steuerung. Laufen, springen, zoomen, zoomen, drehen, zusammenwirken, Inventar, Tab. Also angeblich ist Tab mein Inventar. Ist es aber nicht. Tab ist quasi da oben, finden Sie einen Weg, um den Strom abzuschalten, aber das war es auch schon wieder. Okay, ja.
Wie? Also ich kann zoomen, ja, okay, aber wie kann ich denn... Wo geht's denn jetzt weiter? Hier komme ich nicht rein. Kann ich nichts machen. Nix. Ja, nix. In mein Inventar komme ich nicht, weil Inventar ist quasi meine Zielsetzung. Also Tabulator ist halt, funktioniert halt nicht. Für Inventar. Wobei da die große Frage ist, gibt es wirklich überhaupt ein Inventar oder ist es einfach eine falsche Übersetzung? Jetzt habe ich den nochmal gedrückt und jetzt ist irgendwas aufgegangen. Okay, wir gehen jetzt hier wieder hier hinten hin zu dem Gate. Weil hier hat sich ja das Tor geöffnet. Also hier. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir jemanden, der tot ist. Du Heilige, wo bin ich? Hier kann ich... Gott, hier kann ich nicht hin. Was ist das? 101. Ich habe den Stromkastenschlüssel gefunden. Okay, cool. Nachdem James mit unserem Sohn Verstecken gespielt hatte, wurde das Leben besser. Jetzt musste ich das Krankenhaus leiten, aber es geht mir ganz gut. Die Hauptsache ist, dass mein Harry glücklich ist. Alles, was er tun muss, ist Verstecken spielen. Und wie könnte ich meinem Baby diese kleine Sache verwehren? I don't know. Harry ist anscheinend... nicht ganz gesund im Kopf. Okay, also hier ist jetzt jemand weggerannt, weil er Angst hat. I don't know. Okay, hier komme ich nicht raus. Okay, hier ist ein Code. Hier ist ein Schalter. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Code, um wahrscheinlich rauszukommen. Okay, wir können jetzt aber hier abkürzen. Das ist geil. Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass er jetzt hier nicht in der Nähe ist. Ist er nicht? Könnte ich jetzt eigentlich aus Sicherheitsgründen... Geht das? Das Tor wieder schließen? Erstmal? Nein. Nein. Es wäre auch zu schön gewesen, das Tor einfach wieder zuzumachen. Okay, jetzt können wir in den zweiten Stock gelangen. Jetzt sind wir im zweiten Stock. Ich glaube, wir brauchen jetzt nämlich einen Code für den Exit. Das Exit-Tor ist aufgegangen. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Verlassen Sie den Keller und gehen Sie zum Ausgang. Okay, okay, okay. Wir haben hier hinten irgendwo einen Exit gehabt. Okay, wir gucken weiter. Scheiße, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo Exit ist. Aber war Exit nicht hier hinten? Irgendwo an der Tür? Bei dem Gate? Elevator Gate. Weil das hier ist jetzt nicht aufgegangen, ne? Das ist der Elevator. Aber hier komme ich nicht hin. Okay. Irgendwo ist hier unser Exit. Aber wir gucken mal. Ist es da hinten? Ja, da hinten ist grün.
Exit. Das heißt, ich muss einmal quer durch den Raum. Oder muss ich von da unten? Nee, ne? Wahrscheinlich schon. I don't know. Vielleicht ist doch hier der Exit, also vielleicht komme ich ja hier raus. Oh. Wir sind hier. Are you here? Ja, hier ist Exit. Oh, geil. Hätte ich gar nicht hingekommen, also wäre ich ja gar nicht hingekommen. Sind wir raus? Nice. Wir haben es geschafft. Geil. Also irgendwie hat das Spiel Spaß gemacht und mal gucken, wenn das Spiel draußen ist, werden wir wahrscheinlich mal reinschauen. Ansonsten lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Spiel fandet. Gerne ein Like da lassen und falls ihr es nicht sogar schon getan habt, gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!